Tja, durchperiodische Dezimalzahlen, also Kommazahlen mit einer Periode, ne, dividieren, beziehungsweise ich zeige dann auch, wie man multipliziert damit. Das zeige ich im anderen Video, da füge ich dann hier oben links ein. Also gar kein Problem, lässt sich machen. Ne, achtet einfach immer auf diese Links, die hier oben entstehen. Hier, die heißen dann I, das ist hier oben drin. Wenn man da draufklickt, dann wartet das Video hier, kommt man ganz wunderbar damit zurecht. So, ja, wie wandle ich eigentlich eine Dezimalzahl in einen Bruch um, in einen Dezimalbruch? Links angucken, das dürfte einfach sein. Ich fange mal mit einer einfachen Aufgabe an. 0,3 geteilt durch 0,2. Ja, entweder ich verschiebe das Komma, dann heißt das Ding 3 durch 2. Komma verschieben, müsste eigentlich klar sein. Ich glaube, hier werde ich gar keinen Link dazu anfügen müssen. Aber als Bruchaufgabe lässt sich das ganz einfach ausrechnen. Das ist 3 halbe und 3 durch 2 ist auch 1,5. Blöder wird es schon, wenn ich sage 0,3 Periode 3 durch 0,2 Periode 2. Was ergibt das? Oder das? Ja, hier muss ich den, wenn ich das mal umwandle, schnell in einen ganz normalen, stinknormalen Bruch, dann habe ich hier ein Drittel und hier habe ich zwei Neuntel. Aber durch einen Bruch teilen heißt mit dem Reziproken mal nehmen. Mal sehen, ob ich hier einen Links noch anfügen kann, wie man das umwandelt. Werde ich dann zum Schluss auch nochmal vorstellen. Als Link, es geht eigentlich auch ganz einfach. Dann kommt hier 3 halbe raus. Ach so, na, dann ist das schön. Dann kann ich hier sagen, gut, ist auch 1,5. Das sieht ja noch logisch aus. Wenn beide eine Periode drin haben, ne, 0,3 durch 0,2, dann müsste das so ähnlich funktionieren. Na gut. Was ist aber, wenn ich nur durch eine periodische Dezimalzahl dividiere? Ja, dann wandeln wir das mal um. Das ist nämlich sicherer. Und dann komme ich hier, das ist keine Zauberei, ich komme auf 3 mal 9, 27 und 10 mal 2, 20. Wenn ich mit 5 erweitere, kriege ich Hundertstel raus, dann kann ich das ganz bequem umwandeln in 1,35. Puh, sieht man dem Ding gar nicht an, diese Aufgabe. Oder ich habe eine periodische Dezimalzahl und teile durch eine stinknormale Dezimalzahl. Machen wir das wieder als Bruch. Gut, ist nichts Besonderes. 10 Sechstel, Nebenrechnung, Schwänzchenrechnung, wie man das macht. Eventuell noch einen Link hier oben. Ansonsten guckt einfach in meinem Kanal nach, habe ich zigmal erklärt, gibt es überall auf YouTube. Das ergibt dann 1,6 Periode 6. Ja, und wie das alles dann, sagen wir mal, mit der Multiplikation funktioniert, denn das ist ja hier dann Multiplikation, ne? Ich wandle ja eine Division bei Brüchen in eine Multiplikationsaufgabe mit dem Kehrwert des Divisors um. Das dazu zum Schluss nochmal als Link und wie gesagt auch den Link dazu, wie wandle ich überhaupt eine periodische Dezimalzahl, also eine Kommazahl mit sich wiederholenden, ewig wiederholenden Zahlenfolgen dahinter, wie wandle ich das um? Dazu zum Schluss auch den Link. Gut, ich hoffe, ich konnte ganz kurz was zum Verständnis beitragen und dass man mit dem Umweg hier eigentlich auch ganz gut zurechtkommt, weil es ja relativ schnell geht und dann sichere Ergebnisse erzielt. Gut, ja. Ach so, ich habe hier die Periode vergessen. Na gut. Also, bis später. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.